Yo, was geht, meine lieben Freunde? Ich bin euer Data und wir spielen weiter Remember Me. Ja. Schauen wir mal, wie wir... Was? It's tracking you, okay. Nee, wir gucken einfach mal, wie wir zum Leaking Brain kommen. Ups. Bin ich wohl etwas weit runtergefallen. Passiert, denke ich. Passiert. Gut. Gut, gut, gut. Hallo. Wir lassen das Beste des Landes. In diesem Bezirk. Was, so gut wie frisch lassen Sie uns mit einem Lächeln handeln. Oh ja, bitte. Oh ja. Ich spreche nicht mit Fremden. Ja, toll. Oh, halt. Da ist eine Ecke. Kann ich da drunter? Oh, was ist das? SAT. Hallo? SAT-Klappen bieten allen Bürgern von Neo Paris kostenlose nanomedizinische Dienste an. Drücken Sie B, um sich zu heilen. Okay. Heilungsboxen. Also dieses Outfit ist völlig aus der Mode. Ach, halt doch die Fresse, Bitch. Was ist los? So viel sie essen können. Ich glaube, das ist nicht der Laden, den du suchst. Ah, dann eben nicht. Oh, hi. Hast du ein Bild für mich versteckt? Irgendwo? Nein? Es sieht so aus, als wie so ein Gedankenjäger oder was auch immer, der mir ein Bild versteckt hat. Ist es aber anscheinend nicht. Okay. Oh, der hier hat einen zu stecken. Oh. Hä, hab ich das übersehen? Ja, in welchen Laden waren das jetzt? Oder gibt's hier noch mehr Läden? Schau. Oh, hier ist es doch. Ich weiß nicht, ob das ist oder nicht. Hä? Gut, oder? Oh, ist gut. Die wird total natürlich. Ist sie das? Ja. Keine Manieren mehr haben die Leute. Ah, nee, hier hinten ist es. Ja. Süß, aber ich hab zu tun. Oh, SAT-Patch. Womit hast du dein Haar gebürstet? Mit einer Granate? Willst du mich verarschen? Was ist denn los mit den Leuten hier? Kein Respekt. Du interessierst mich nicht. Das ist ja toll. Du mich auch nicht. Ich hab nichts getan. Damit. Dauernd bist du am Meckern. Ein anderes Mal vielleicht. Ach so. So. Gucken wir doch mal, was hier noch mehr gibt. Was ist das eigentlich? Okay. Aha. Hallöchen. Na? Was ist los mit dem Roboter? Laufsteg. Okay, da geht's auch noch lang. Hallo. Haben die da gerade jemanden ins Wasser geworfen? Ich hab's nicht gesehen. Ach, das ist hier typisch ich. Guck nie dahin, wo ich hingucken soll. Hä? Yeah. Hui! Ich weiß nicht, ich kann nichts erkennen, Mann. Ich weiß nicht, ob es ist oder nicht. Ich kann nicht, die falsche ist. So. Ah, vor dem Fenster dort. Ja, ja, ich sehe welche du meinst. Ich sehe sie. Ja. Hä? Mit den Haaren. Stimmt's? Okay, gehen wir hier rein. Mach ich auch immer. Hey, die Tür ist zu. Was hab ich denn jetzt gemacht? Was hab ich da gemacht? Das war ich aber nicht, also... Was war das? Ein gutes Zeichen, Schwester. Mit der Zeit kommen die Erinnerungen zurück. Okay. Ja, wie mache ich das? Ach du Scheiße, ich dachte schon, ich falle jetzt einfach runter. Fuck. Wo muss ich lang? Hier rüber? Nee.
darüber. Nee. Nach hinten springen. Ach so, Anlauf nehmen, natürlich. Du bist fast da. Folge Tommys fliegenden Drohnen zu seiner Bar. Okay. So, hier müsste ich jetzt, glaube ich, rüber, oder? Nee, ach, hier erst. Okay. Ups. Soll ich eins nach unten, oder was? Okay. Wie kriegen wir das hin? RB, um schnelle Vorsprünge entlang zu hangeln. Gib mir eine Erinnerung, Mann. Ich nehme alles. Ich brauche einen Schuss. Den letzten. Dann höre ich auf. Dein Gedächtnis ist wackelig. Unsteter als ein gebrauchter Cyborgasmus. Du stehst kurz vor der Fragmentierung. Irgendwas, Mann. Ich will mich einfach an was Schönes erinnern. Was ist denn mit ihm los, Alter? Das ist also wie eine Droge, sag ich mal. Sehr cool. Das haben sie lustig gemacht. Also nicht lustig, aber ich find's cool. Irgendwie. Okay. Ups. Fuck, 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 fuck. Nette Abkürzung, Edge. Okay. So. Und da oben kommen schon wieder irgendwelche Leute durch, oder? Du Scheiße. Alter. Denk ich damit gerechnet, dass... Ja. Dass das Rohr abbricht. Lauf, Schlampe, lauf! Easy. Gehen wir erstmal nach oben. Okay, es geht nicht mehr. RB und nach unten zu rutschen. Juhu. Okay. Ja, macht Spaß. So, hier müssen wir jetzt hoch oder runter? Ich weiß es nicht. Gehen wir erstmal hoch. Oben haben wir bestimmt irgendwas Geheimes. Mist. Das runtergehen soll. Okay, gehen wir noch runter. Das interessiert mich ja dann doch, was da unten ist. Na, seht ihr? Geiler Shit. Wurde wieder alles mitgenommen. Finde ich gut. Mehr ist hier nicht okay. Oh shit. Das war gut! Scheiße. Ja, wie hätte ich denn da wieder hochgehen sollen? Hab ich das da unten jetzt? Ja, ich gehe lieber nochmal gucken. Ja, ist ja nicht so schwer, sag ich mal. Wie lang zu hüpfen? Ne, siehst du, ich jetzt nicht gehabt. Theoretisch müsste ich nur hier dagegen laufen. Genau, dann hänge ich wieder dran. Ja, ist ein bisschen unglücklich gerade eben. Jetzt sind wir auch wenigstens auch mal gestorben. Endlich. Das so. Leaking Brain. Das Leaking Brain. Ich sehe es gar nicht. Ach, da hinten. Hallo. Gibt es hier irgendwo wieder was? Nein? Okay. Dann gehe ich eben. Happy Hour. Okay. Das sind die neuen Straßenbahnen. Was sehen meine müden Augen da funkeln? Da war doch was. Maul. Das fünfte eingesammelte SAT-Patch fügt ihre Gesundheitsleiste einen weiteren Balken hinzu. Yes. Das finde ich gut. Ein bisschen schrill, das Outfit. Ja, ich krieg bestimmt bald ein neues. Also,
Ich fress dein verdammtes Herz, wenn du hier rumheulst, Hirnjunkie. Johnny ist immer da und lacht im Dunkeln. Angst. Blöde Hirnjunkies. Johnny will mein Herz. Wer ist Johnny? Geh heul woanders, Bob. Ey, Tommy. Johnny will mein Herz zu Weihnachten. Wusstest du das, Tommy? Du bist hier sicher, Bob. Keine Sorge. Unglaublich! Edge hat's geschafft. Komm her, Schatz. Millen, es scheint eine Ewigkeit. Es tut mir leid. Ich erinnere mich nicht an dich. Erinnerst du dich wirklich nicht an mein Modelgesicht? Tut mir leid. Wow, na, der Krieg hat uns alle nicht hübscher gemacht. Aber du bist frei, meine Liebe. Das zählt. Vielleicht. Ich fühle mich verloren. Eins nach dem anderen, Schwester. Erstmal raus aus den Gurten. Okay. Ich krieg mir jetzt wirklich neue Klamotten. Das wäre nicht schlecht. Wer ist das denn? Das sah nicht gut aus. Der Handschuh da, das ist deiner. Ich habe ihn aus deinem Unterschlupf. Und auch deinen verrückten Kampfanzug. Ein Glück, dass es dein freier Tag war. Tja, der hier ist hundertprozentig deiner. Viel besser als der, den ich hatte. Echt verrückt. Aber du bist die Einzige, die ihn verwenden kann. Was haben die mit dir gemacht? Da unten, in der Bastille, da musste ich, im Gegensatz zu dir, ja bis zum bitteren Ende bleiben. Na dann, zieh dich um. Dein Kampfanzug ist im Spind. Yeah, wir wechseln von weiß zu weiß, oder was? Mm. Bob! Raus hier! Ich hole Johnny! Die Eingeborenen haben das Gedächtnis eines Goldfischs. Ein großer Vorteil. Er wird dich also kaum an Olga Sedova ausliefern. Die Kopfgeldjägerin? Ist sie gefährlich? Bestimmt. Sie wird den Slum umpflügen, um dich zu fliegen. Nicht nur, um dich zu fangen. Typisch Gehirnratte. Kaum draußen und schon arbeiten. Millen? Millen! Das ist für dich, David. What the fuck ist David? Erinnerungen remixen. Machen wir. Olgas Erinnerung. Vor 3 Stunden. Alter, was ist das denn jetzt? What? Die Erinnerungstransfusion. Aha. Angst? Das ist für dich, David. Bei dieser Memorial-Transfusion hat Ihr Mann gute Heilungschancen, Frau Sedova. Schöne, gemeinsame Erinnerungen wirken extrem positiv auf Patienten. Ihr Mann leidet an einem klassischen Syndrom. Übermäßige Memorial-Löschungen, akute Abhängigkeit von externen Mnemonik-Stimuli,
Erhöhte Gefahr oszillierender Identität. Also, die endgültige Zerrüttung einer bereits fragmentierten Persönlichkeit. Hier. Diese Endorphine beschleunigen den Prozess und erhöhen seine Empfänglichkeit für die Transfusion. Komm, David, erinnere dich an uns. Erinnere dich deiner selbst. Memorial-Transfusion erfolgt. Keine Sorge. Die Nymphea ist das beste Krankenhaus für die Behandlung von Memorial-Leiden. Der sieht tot aus. Alles wird wieder gut. Mit der Zeit. Ja, der natürlich. Der weiß doch selber nicht, was er macht. Ach, gut. Die ersten Ergebnisse sind sehr ermutigend. Er braucht weitere Behandlungen. Eine ganze Reihe. Es ist ein extrem teurer Prozess. Weiter, Dr. Quaid. Ich zahle für die Behandlung. Was? Ihre Aufgabe ist es, die Szene so zu verändern, dass Dr. Quaid David Sedova tötet, anstatt ihn zu heilen. Alter, wie gemein. Der erste Schritt besteht darin, Erinnerungsstörungen zu finden, mit denen Sie interagieren können. Drehen Sie mit L rückwärts, was? Um sich die Erinnerungsstörungen, was? Bis Sie ein RB gedrückt halten, um schneller zurückzuspulen. Okay. Eine Erinnerungsstörung. Wir drehen. Sie nähern sich einer Erinnerungsstörung. Gehen Sie mit Hilfe für immer langsamer zurück. Und was unten mit links nach unten? Halten Sie eine Störung an. Okay. Nymphea ist das beste Krankenhaus für die Behandlung von Memorial-Leiden. Alles wird wieder gut. Mit der Zeit. Ja, natürlich. Ach, gut. Die ersten Ergebnisse sind sehr ermutigend. Er braucht weitere Behandlungen. Eine ganze Reihe. Es ist ein extrem teurer Prozess. Weiter, Dr. Quaid. Ich zahle für die Behandlung. Hat das jetzt was gebracht? Es war nicht ausreichend, den Gott zu lösen, um ihre Aufgabe zu erfüllen. Finden Sie jetzt die richtige Kombination von Erinnerungsstörungen, um Dr. Quaid dazu zu bringen, David zu töten. Den Gott lösen, wie Interaktion abbrechen. Sie können aktivierte Erinnerungsstörungen unten links auf dem Bildschirm verfolgen. Die Nymphea ist da. Ja, das will ich jetzt. Oh, da war noch was. Losbinden. Okay. Wir gucken mal, ob's. Achso, nee, dann machen wir das. Du bist. Es tut weh. David, du wirst gesund. Olga, so leer, so wahr. Versuch dich an uns zu erinnern, David. Das erste Mal. Du kommst zurück, David. Du. Fuck. So, jetzt den Gurt noch entsperren. Du musst zurückkommen. Jetzt bringt er den Doktor um. Keine Sorge. Die Nymphea ist das beste Krankenhaus für die Behandlung von Memorial-Leiden.
Alles wird wieder gut. Mit der Zeit. Fuck. Ja. Das reicht natürlich. Immer noch nicht, oder? Ach, gut. Die ersten Ergebnisse sind sehr ermutigend. Er braucht weitere Behandlungen. Eine ganze Reihe. Es ist ein extrem teurer Prozess. Weiter, Dr. Quaid. Ich zahle für die Behandlung. Ich sollte dich mal zurückdrehen und alles machen, oder? Ja, das mache ich jetzt. Also komplett zum Anfang oder so. Also, da ist das Ding, ne? Ja, ja, mach. So, hier ist die Maske. Und da war noch was. Was nützt mir das denn, oder? Wir gehen nur noch weiter zurück. Da ist noch was. Da ist noch was. Nehmen wir erstmal das. Nehmen wir eine rote Kapsel. Erhöhte Gefahr oszillierender Identität. So, dann nehmen wir noch das. Also, die endgültige Zerrüttung einer bereits... Das war rot, was er jetzt ihm gibt. Maschine anpingen. Fragmentierten Persönlichkeit. Das ist rot. Rot ist schlecht, oder? Hier. Diese Endorphine beschleunigen den Prozess und erhöhen seine... Was ist das? Erinnerungsflux umkehren. Memorial-Flussumkehrung. Empfänglichkeit für die Transfusion. Jetzt geht alles schief. Oh, jetzt kriegt sie den Scheiß, oder? Hab ich recht? Oh. Vater! Er fließt in mich! Stoppen Sie! Frau Sedova? Spender Identitätskollaps erwartet. Trockene Haut, die schreit. Wo ist mein Gesicht? Das ist unmöglich. Ja. Er leide mein Fleisch. Quarantäne! Quarantäne! So leer. So wahr. Das nennt man einen Erinnerungsfehler. Schließlich kann man sich nicht daran erinnern, tot zu sein, oder? Okay, ich habe mehr Spaß, als ich sollte, oder? Eine Scheiße. Okay, diesen Kasten da oben drehen wir mal nicht um. Ja, das möchte ich abbrechen. Dankeschön. So, jetzt lass uns nochmal weiterlaufen. Empfänglichkeit für die Transfusion. Tachykardie. Das ist sehr ungewöhnlich. Doktor, was ist los? Er ist ein wenig nervös, das ist alles. Kein Grund zur Sorge. Am besten auf friedliche Erinnerungen konzentrieren. Mach ab. So. Komm, David. Erinnere dich an uns. Erinnere dich deiner selbst. So, wenn ich jetzt die Binde dann losmache... Kind der Wolken! Warum kriegst du es? Die Fliegen fressen mich. Die Fässer fassen nichts. Gott öffnen. Bring ihn um. Bring ihn um, habe ich gesagt. Ratte! Wie ist das möglich? Meine Augen! Nein! Sie du entartet! Nein! Nein! Alter. War das richtig? Yay! Alter, war das cool! Ich
Ich will dich nicht festnehmen. Willst du Memorize immer noch erledigen? Ja. Dann haben wir denselben Feind. Welch eine Wendung. Aber doch eine positive. Für uns alle. Ich weiß, Olga hat ihre Gründe. Eigentlich nur aus diesem Grund. Die große Olga Sedova nimmt Partei für die terroristische Revolution? Wirklich verrückt. Das letzte Mal, als ich dich eingebuchtet habe, warst du noch jung und frisch. Nur weil du nicht auf meiner Liste stehst, sind wir noch keine Kumpels. Keine Bange. Ich sage das romantische Wochenende zu zweit ab. Aber Nillen hat ein Rendezvous mit der High Society und die Route wird total überwacht. Irgendeine Idee? Oh, ich hab was Besseres als Ideen. Flugzeug. So kenne ich dich, Nillen. Eine Zauberin. Keiner ist so spektakulär wie du. Zuerst schlägst du mich, dann ruinierst du mein Geschäft, wenn du Hassliebe willst. Na gut. Wie auch immer, wir verschwenden Zeit. Vielen Dank, Tommy, wirklich. Du bist ganz die Alte, Schatz. Edge hatte Recht, auf dich zu setzen. Alle zählen auf dich! Das war ein langer Part. Letztendlich ist der Mensch nicht vollkommen schuldig. Er hat die Geschichte nicht begonnen. Noch ist er vollkommen unschuldig. Er hat sie fortgeführt. Das ist ein guter Spruch, denke ich. Mein Kopf mag leer sein, aber das Risiko, das Tommy und Edge auf sich nehmen, um mich zu befreien, macht mich unruhig. Jetzt soll ich also die oberen 10.000 von Neo Paris bestrafen. Edge spricht von einer geheimen Mission im Herzen der Komfortburg Saint-Michel. Ein brutaler Weckruf für diesen Hochsicherheitsbezirk. Dort wird die Saat der Revolution aufgehen. Warum auch nicht? Obwohl sein Kampf legitim ist, ist es eine Freundschaft, die mir im Kopf herumspukt. Warum haben unsere Feinde mein Gedächtnis gelöscht? Bin ich wirklich so gefährlich? In der Brust, im Hals, an den Fingerspitzen spüre ich den Puls der Macht, die sie erschreckt. Sie erschreckt auch mich. Die Macht, das Gedächtnis eines Menschen meinem Willen zu unterwerfen. Das ist eine gute Macht. Seine Geschichte umzuschreiben. Gott zu spielen. Der bloße Gedanke macht mich verrückt. Ist diese Fähigkeit wirklich der Kern dessen, was ich einmal war? Dann muss ich all das neu erlernen. Ich muss dieses Talent nutzen. Episode 2. Huh? Wie heißt sie? Episode 2. Makrowelle. Das heißt wie eine Mikrowelle, nur mit Makros, versteht ihr? Denke ich. Oh, bitte lass nicht noch ein Film kommen. Der Part ist schon so lang. Es kommt natürlich noch ein Film. Ja, nur ein kleiner. Willkommen im Bezirk Saint-Michel. Danke für Ihren Flug mit Air Sedova. Gute Jagd. Ich könnte einen Führer gebrauchen. Nein, geht nicht. Familienangelegenheiten. Dein erstes Ziel heißt Kairi Sheridan. Ich brauche ein paar Geheimcodes aus ihrem Gedächtnis. Wer ist sie? Die berühmteste Architektin von Neo Paris. Ihr Gedächtnis speichert alles, was sie je gebaut hat, bis ins letzte Detail. Wo finde ich sie? Dein Kontakt nennt sich Bad Request. Er wartet auf der letzten Etage in der Saint-Michel-Rotunde. Finden Sie Bad Request in der Saint-Michel-Rotunde. Ja, Rotunde. So, meine lieben Freunde, ich würde aber sagen, das war's erstmal für diesen extrem langen Part.
Von mir, sag ich mal. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, ja? Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Remember Me wieder. Mit der guten Nilin, die jetzt besser aussieht als vorher. Finde ich gut. Das Remixen-Dings war ziemlich geil. Ja, sagt doch mal, was ihr davon haltet. Ich fand das cool. Und auch, dass man so viel rumspielen kann damit. Dass so vieles passieren kann. Auch wenn es falsch war, aber es kann viel passieren. Und ja, ansonsten sehen wir uns in der nächsten Episode von Remember Me. Ich bin euer Data K und ciao.